Tennis-Elite zu Gast in Berlin. Auf der Anlage der Zehlendorfer Wespen finden die 29. German Open im Rollstuhltennis statt. Die nationale und internationale Weltspitze kämpft bei dem ITF-2-Turnier um insgesamt $20.000 Preisgeld und fühlt sich pudelwohl in der Hauptstadt. Ich genieße meine Zeit hier in Berlin. Das ist mein zweites Mal und es ist genial. Es ist einfach richtig cool hier. Ich bin richtig glücklich, hergekommen zu sein. Es ist mein erstes Mal in Deutschland und ich bin echt aufgeregt. Ja, das Wetter spielt mit und ich bin richtig glücklich, hier zu sein. Ja, es ist ein super, super Turnier. Also wir haben jedes Jahr super Organisatoren da. Die Plätze sind dieses Jahr überragend, finde ich. Es ist mein Lieblingsturnier, muss ich ehrlich sagen, ist deutsche Hauptstadt. Mir gefällt es hier super. Ich war jetzt schon hier das vierte oder fünfte Mal. Also von daher ist es wirklich ein sehr schönes Turnier. Rollstuhltennis deckt sich regeltechnisch größtenteils mit Fußgängertennis. Doch einen wesentlichen Unterschied gibt es dann doch. Wer Rollstuhltennis noch nie gesehen hat, der einzige Regelunterschied ist, dass wir den Ball ein zweites Mal trumpfen lassen können. Wir versuchen das zu vermeiden, weil wir natürlich auch versuchen, den Gegner so gut es geht unter Druck zu setzen und ihm nicht zu viel Zeit zu geben. In allen Belangen ist die Faszination Rollstuhltennis eine absolute Herausforderung. Neben den tennistypischen Leistungsmerkmalen wie Kraft, Technik oder Ausdauer sind vor allem koordinative Fähigkeiten elementarer Bestandteil des Spiels aus dem Stuhl. Der Unterschied zum Fußgängertennis ist absolut die Koordination mit dem Sportgerät Rollstuhl, dann das Sportgerät Tennisschläger und dann noch die Schläge aus der Position. Das ist absolut ganz großer Sport und Koordination ist da gefragt. Und wie man das hier sieht, wie man das macht, ist absolute Weltspitze. Das Traditionsturnier der German Open ist Deutschlands wichtigstes Rollstuhltennisturnier. Die Ausrichtung wechselt jährlich zwischen dem BTTC Grün-Weiß und den Wespen aus Zehlendorf. In Deutschland macht die Uniqlo Wheelchair Tennis Tour leider nur hier Station und auch sonst ist es ein harter Kampf um Aufmerksamkeit für eine Sportart, die davon unendlich mehr verdient. Um Aufmerksamkeit zu erregen, brauchst du allen voran die Medien, wie zum Beispiel jetzt. Das ist einer der Dinge, die wir dringend brauchen, vor allem bei internationalen Turnieren. Wir brauchen einfach ein Schaufenster, wo sich viele Menschen beteiligen und uns so viele wie möglich sehen können. Egal ob am Fernseher oder im Internet oder unsere Grand Slams auf BBC oder in Amerika ESPN. Wir sind einfach darauf angewiesen, dass uns möglichst viele sehen und wissen, dass es existiert und uns unterstützen. Die 29. German Open, Werbung für den Rollstuhltennissport auf höchstem Niveau, auf Weltniveau, die Tennis-Elite zu Gast in Berlin. We'll be right back.